So, auch willkommen wieder zurück von mir auf der 53. Folge im Direwolf-Projekt. Beim letzten Mal haben wir hier die Schreine ein bisschen aberkundigt. Ich habe ja gesagt, ich habe ja ein bisschen hier so für mich so ein bisschen erkundigt hier. Jetzt kommen die Monster natürlich schon raus. So, mal eben hier tauschen. Damit wir eben die Kettensäge aufladen können. So, und ich wollte jetzt irgendwo in diese Richtung hier. Oh, hier muss man auch was essen, ne Schnittgen. Und da soll in der Nähe irgendwo ein Baum sein. So, 5 Level schon. Ja. Das lohnt sich doch hier alles. Da sind noch mehr Kühe. Dann habe ich ja noch die Safari-Net eingesetzt, wo wir dann nochmal Kühe dann im späteren Verlauf dann züchten kann, sozusagen. Als Klone von sich selber. Oh, da war ein Baum. Hier ist ein essbarer Slime. Ja, du kannst auch verrecken da. Komm mal her. Was den mache ich? Hackfleisch. Das brauchen wir nicht mehr. Das wird, das brauchen wir nicht mehr. Das kann alles weg hier. Das kann weg. Leder kann weg. Und das Fleisch vielleicht schon. So, jetzt müssen wir da oben irgendwo hin. Bin ich richtig? Da noch weiter. Da in die Richtung müssen wir weiter. Weiter, weiter, weiter. Zusätzlich gucke ich oben noch auf, nebenbei auf der Karte. Vielleicht findet sich auch noch was anderes. Eine andere Gelegenheit, wo wir noch was finden können. Aber ich klappe erstmal meine Dinge ab, die ich gefunden habe. Oh, das sind Schankfehler. Und du bist jetzt auch nicht bitte da drinnen, ne? Und da in die Richtung muss ich. Sonst bin ich gleich zu nah woanders. Da wollte ich aber später essen. Oh, Kühe. Dankeschön. Dankeschön. Da ist Lava. Mr. Lava, Lava. Yeah, Mr. Lava. Oh. Hier. Sag mal, Scherner. Ah, ist eine Baumwolle. Dich, dann dich, dann dich, dann dich, ja. Na, ist ja auch egal. Nur drauf geht, ah, boah, diese Slimes, ne? Die sind die nervigsten Dinger aller Zeiten hier. Ja, gut, paar Setzlinge haben wir. So, ich wollte jetzt hier irgendwo. Irgendwo müsste es hier sein. Da ist der, glaube ich, auch. Und da leuchtet irgendwas. Das wird wohl hoffentlich Bienen gewesen sein. Da sind Bienen. Ah, geil. Ja, ein Pärchen. Ein Pär. Nein. Eine edle Biene. Oh. Ah, jetzt sind die. Da ist ein Zombie. Zombie! Da haben wir Gott sei Dank noch so ein Hive. Das ist eine komplett reine Sorte, Job. Dann können wir erstmal hier noch das alles hier rein. Ach, hier ist noch Gras. Braucht doch kein Mensch. Bisschen Platz habe ich noch. Und da ist jetzt das hier. Ist das der Baum? Ne. Es war doch hier irgendwo ein Baum. Da muss ich hin. Da muss ich irgendwo hin. Boah, ist wieder so ein Chunk-Cloud-Fehler. Mir kommen viele Bäume entgegen. Irgendwo muss hier ein Baum sein. Bin ich wieder zu weit weg? Der sitzt jetzt bestimmt genau mittig da irgendwo, ne? Ach ne, ich habe ja kein Optifine mehr drin. Genau, da war was. Schnell! Jawohl! Das denn? Division Seagull? Komisch. Ja, wir haben immer auf dem Baum hier drauf. Ist das denn für ein Mist? Zumindest habe ich den. Jetzt müssen wir minus 1000 irgendwo hin. Und in die Richtung. Irgendwo in diese Richtung muss ich jetzt minus 1000. Dann habe ich noch zwei Sachen, die sich ganz gut anhören. Und zwar eine Pyramide. Oh, oh.
Ein Skelett. Tschüss, Skelett. Eine Pyramide und eine Ruine. Sind aber woanders. Sehe ich gerade. Den einen habe ich verpasst. Hätte ich vorher vorbeifahren, fliegen können. Jetzt hakt bitte nicht, wenn ich hier drüber fliege. Dankeschön. Was kann auch mal passieren, dass das ein bisschen hakt. Bienen, danke. Bin ich drumherum gegangen? Da ist noch ein Baum. Ich glaube, den habe ich nicht aufgeschrieben. Oh nein, 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 nein. Das war schon fast klar. Erstmal im Schnittchen. Und ich habe nicht mehr so viel auf dem Jetpack. Boah, sind die Spinnen nervig. Was hast du für einen Mist da oben? Boah, nerv mich. Willst du nicht sterben oder so? Nein, 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 nein. Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Jetzt reicht's aber hier. Mensch. Jetzt komme ich gleich wieder nicht an meine Sachen dran. Ach, Mensch. Lost that. Ja. Sterb doch hier nochmal. So. Mütze, das aufsetzen. Zombie-Köpfchen. Ist das denn jetzt hier Great Wood gewesen? So, das kann jetzt mal weg. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich hier nicht drin. Das kann hier rein, das... Redstone. Ich meine, so ein unnötigen Mumpitz ist auch wieder hierbei. Das glaubt man gar nicht. So. Erstmal hier, was ich nicht brauche. Das kommt hier rüber, das kommt rüber. Die Schaufel, hier kommt der Kescher hin. Der Jetpack ist eh alle. So, hier kommen noch ein paar Bienen hin. Hier kommt die Dit hin, das kommt da hin. Futter, Futter. Na, Dit bleibt da. Schaufel, das kann da hin. Ah, der Drill. Kommt hier die Schaufel doch noch hin. So. Haben wir es jetzt eigentlich, Mr. Watt? Ich gehe da jetzt hier im friedlichen Modus hin. Ich bin doch hier nicht blöd. Ich bin doch nicht bekloppt hier. So. Und tschüss, ihr Spinnen. Rückstoß 1 ist super. Das ist da doch gerade wirklich nervig. Na, die Bienen können eigentlich hier draußen bleiben. Eigentlich ist sowas hier unnötig hier drin zu haben. Schon wieder so viel Erde. Brauche ich hier nicht, das brauche ich nicht, das kann eigentlich auch weg. Dann lass mal die Bienen mal hier. So. Nächster Punkt. Ich laufe jetzt hier einfach nur noch so rum. Da müssen wir denn noch hin, in dem Punkt. Oder war das der schon? Nee. Ich muss aber da weiter runter. Minus 1050 und jetzt darunter. Ich bin noch nicht bekloppt hier. Und verreck hier ständig. Das ist mein Jetpack, Alter. Das ist auch nicht wahr. Jetzt muss ich hier durch die ganze Pampa latschen. So. Wie viele Blöcke muss ich gehen? 100 Blöcke noch. Wäre fliegen ja einfacher gewesen. Aber ich sehe schon, ich sehe schon. Da vorne ist nämlich das Dorf. Wo ich gerne hin möchte. Da ist es. Dim, 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 dim. Hallo Dorf. Herzlich willkommen. So, ich will euch mal nur kurz ausrauben. Was bist du denn? Bist du nur ein Wachturm? Nee. Du bist nicht nur ein Wachturm. Ah, wieder so ein... Ja, das ist eigentlich mal das gleiche hier drin, fast sozusagen. Was man hier so anfindet. Was verkaufst du? Ah, du willst Rindfleisch? Hätte ich eigentlich schon im Angebot. Hier eins, Emerald. Okay. Paar Bücherregale. Hier sind wieder so ein paar Dinger zum Herstellen.
Hier ist auch viel los. Okay. Okay. Schicke Maske haben sie her. Du bist der Buschmann. Hier gibt's Seiten umsonst. Hier gibt's Weizen für den Emerald. Aber sonst ist hier nicht mehr so viel drin. Hier doppelte Gebäude, ist klar. Hier ist der mit den Seiten. Dark Forest Biom und Grove Biom. Okay. Gucken, was finden wir denn noch hier? Da haben wir bestimmt auch noch welche Herren, die mit uns handeln möchten, vielleicht. Nö. Uninteressant. Okay. Du willst irgendwie einen Emerald für Glas haben? Die kenne ich gar nicht. Was hier jetzt so also Bücher für ein Emerald? Emerald Brot. Aber hier gibt es wieder keine von den besonderen Villagern, die ich eigentlich suche. Sprich, für Bäume oder für Bienen. Das ist aber nicht gut. Hier ist auch keiner drin, ne? Hier dann auch nicht. Sehe ich auch auf der Karte, dass hier keiner ist. Oh. Jetzt habe ich wieder so einen komischen Samen in der Hand. Jetzt verfolgen mich gleich wieder alle Hühnchen sonst. Nee. Mir fehlen wirklich diese besonderen Villager. Also die sind ein bisschen harmlos, die ich jetzt hier habe. Aber so besondere Villager wären eigentlich schöner. Und da ist auch eine Ruine. Gleich direkt. So. Machen wir mal eben so. Boah, ist doch nicht so ein komisches Wisszeug, oder? Ich habe dieses Geräusch nämlich gehört. Aber ich sehe es gerade nicht. Bann 5. Okay, das ist so ein komischer Stein, der irgendwie nicht weggeht. Rückstoß, Rückstoß. Das kann alles rein. Einmal eine Schallplatte. Und diese komischen Wissensfragmente, die wieder kein Mensch braucht. Wie immer. Gut. Könnt jetzt sagen, oh, geh doch hier einfach mal mit Monster an rein. Aber ich stepp doch sowieso wieder. Das ist doch Schwachsinn. Da kämpfe ich lieber ein ganzes beruhigt, wenn ich eine gute Rüstung habe. Aber hier so nicht. So. Ja, machen wir eigentlich mal am besten wieder zu, oder? So. Und dann haben wir hier eigentlich ein nächstes Dorf, wo wir eigentlich später halt die Villager klauen können. Wieder. Aber dafür werde ich erstmal ein Dorf anrichten. Dorf. Wegpunkt. Dorf 3 plus Ruine. Ah, das müssen wir mal eben bearbeiten hier. Das brauchen wir nicht in... Im Nether brauchen wir das nicht. So, fertig. Dann sind das auch die beiden hier. Dorf. Ah ne, das ist das gar nicht. Ich habe jetzt noch irgendwo eins da in die Richtung. Und wir gehen weiter. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Da irgendwo in die Richtung müssen wir. Da soll noch eine weitere Ruine sein. Da müssen wir auch weiterhin. Minus 700 und minus 200. Meine Güte. Ist ein bisschen weit. Und ohne Jetpack ist das natürlich auch ein bisschen nerviger. Jetzt will ich das gleich erst aufladen gehen. Appetite. Dafür habe ich das Glück eigentlich. Aber wäre eigentlich schöner eine Glück 3. Verzauberung. Die würde mir doch besser antreffen. Als eine Glück 1. Aber die könnte man vielleicht auf eine Diamantspitzhacke oder erst packen. Damit wir dann vielleicht später dann daraus vielleicht Glück 3 bekommen oder sowas. Aber ich muss erstmal in die Richtung. Um genau zu sein, ja. In die Richtung. Ja. Ja, da ist richtig. Weil hier war ich schon mal vorher. Aber dennoch muss ich in die Richtung. So. Hier vorne müsste es... Ah ne, da müssen wir irgendwo noch hin. Knappe 200 Blöcke noch Unterschied. Ungefähr aber nur.
Ja, die Folge ist aber überzogen. Ja, ich überziehe die jetzt mal. Jetzt machen wir eine 20-Minuten-Folge raus. Da ich ja sowieso nur hier am Rumlatschen bin, macht das eigentlich nichts aus. So, minus 700. Das passt gleich. Und hier müssen wir noch weiter runter. So, 700 können wir auch näher und da kommen wir jetzt auch gut im Plus. Jetzt müssen wir nur noch da in die Richtung hier so ein bisschen schräg rüber, dass die rechte Anzeige sich auch ein bisschen auffüllt. Ne, ist wieder ein normaler Greatwood-Baum. Da ist er. Da ist er, wo ich rein wollte. Guten Tag. Guten Tag. Decke runter. Flamme. Sattel, Sattel, Sattel. Was ich nicht mehr einsammeln kann, ist auch egal eigentlich. Herzcontainer, Knochen. Sattel, Gunpowder. Oh, krieg ich hier nichts mehr mit? Eieieiei. Wollte gerade sagen, ist mein anderes Ding geschlossen worden? Eigentlich nicht. Hier habe ich keinen Platz mehr. Ach, hier. Hier ist noch genug Platz. Genug Platz für alle. So, und wieder zurück. Nein, 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 nein. Nicht hier rumlegen. Nein. Ach Mensch. Ich wollte doch mein Jetpack noch aufladen. Ja, diese. Ich weiß jetzt 10 Minuten mal werden. Ich kann jetzt mal. Ja, ich gönne mir mal eine. Schon wieder das Loch. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Loch immer ständig da ist. Jetzt ist das bestimmt da unten auch noch, oder? Das schon mal gehabt. Hier fehlt das auch. Dass hier einfach mal so ein Loch ist. Ich habe das mal ausgebessert, aber komisch. Muss ich mich gleich nochmal ein- und ausloggen. Dass das fehlt hier, ist ein bisschen komisch, weil dann muss ich wieder alles hier einbauen und die Fackeln stehen ja auch noch oben drauf. Ich weiß es nicht ganz genau, warum das jetzt so ist. Gut, das Dorf ist da, die Ruine. Bin ich jetzt auch da und jetzt muss ich gleich noch an die Pyramide. Deswegen lade ich jetzt noch mein Jetpack auf. Ach ja. Oder wir machen jetzt längere Folge, so weit bis ich die Pyramide habe, meine Kisten ausgeleert habe. Da muss ich mal schauen, was da oben wieder los ist, warum das jetzt so ist. Dass das wieder so komisch aussieht. Dem Loch, weil da kann man ja durchfallen sozusagen. Das reicht. Das reicht. So. Oder? Ja, man kann hier durch. Kann hier oben durch. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was das hier für ein Bug ist. Und das sind Fehler, warum der das nicht auslesen kann. Null Ahnung. Ob das jetzt am Direwolf liegt, weil sonst habe ich ja nie solche Fehler gehabt. Solche krassen. So. Das lassen wir jetzt mal so, wie es ist hier. Dann gehen wir hier Schnackselidachs wieder raus. Irgendwo schwirrt hier ein Wisp rum, beziehungsweise das wird ja sowieso sein, weil hier so eine Energiekugel rumschwirrt eigentlich mit. So, in welche Richtung müssen wir jetzt noch die, ne? Ja. Ein bisschen ungefähr in diese Richtung. Dass wir auf eine Wüste stoßen. Da ist meine letzte Erfundus, den ich noch hatte. Aber sonst hatte ich nichts mehr gefunden in der Zeit, wo ich ein bisschen rumgetockelt bin. Ich muss auch natürlich rendern. Das mache ich immer so, wenn ich nebenbei ein bisschen spiele, ein bisschen die Welt erkunde hier. Ohne euch. Das passiert dann halt nun mal. Gleich 20 Folgen um 9. So, nebenbei die Augenklopperschäden aushalten, weil es kann natürlich passieren, dass jetzt hier gleich irgendwo entweder ein Tempel auftaucht oder eine Biene. Und es leckt ein bisschen. Och, okay, ja, diese Fliegerei. Macht einen müde. Genau so ist es. Da war ich erstmal müde. Schon wieder mein Jetpack alle oder was? Ich wollte gerade sagen, du willst mich doch nicht veräppeln. Das ist doch nicht schon wieder alle. So. Weiter, weiter, da ist die Wüste. Da müssen wir auch irgendwo gleich die Pyramide finden. Die Pyramide. Und da ist irgendwie.
Sydney, was das ist eine? Ist die, glaube ich, die magische oder so? Ja, das ist die magische, genau. Und da ist die Pyramide und da ist eine Ölquelle. Die im späteren Nein auch abreißen werden. Also die. Ist das eine große? Wenn das eine große ist, ist das auf jeden Fall geil. Das sieht auch aus wie eine große, weil die ein bisschen höher ist und ja, ein Fünffachkern hat. Geil! Muss ich gleich hier hinschreiben. Neuer Wegpunkt. Pyramide. Also plus Öl. Quelle. Brauchen wir auch nicht im Nether anzeigen lassen. Genau. So. Und nicht auf die Druckplatte treten. Ihr wisst auch warum. Denn da drunter befindet sich sehr viel TNT, Shiny Metal, Zinn und Knochen. Ah, hier ist nur Gold, Zinn und Knochen und Safari-Netz. Wie viel haben wir denn da drunter? Hihihihi. So, ist hier noch was drunter? Nein. Schade. Warte mal, können wir hier gucken? Da ist nur irgendwie so ein Labyrinth wieder. Gut. Sieht das auch gefunden? Okay, bin wirklich müde. Das ist aber nicht gut. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier eigentlich mit zum Ausblick auf die Pyramide hier. Das hoffe ich, hat euch ein bisschen vergefallen, ein bisschen müde war ich. Das ist natürlich selbstverständlich, wenn man so eine Part-Session wieder hintereinander schaltet. Und irgendwann ist auch das Gelaber auch weg, was man noch so labern kann. Aber ich will hoffen, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Flash und LP und tschüssen.